Ein Jahr nach dem Anschlag in Halle ist dieser erneute Angriff vor der Hamburger Synagoge ein harter Schlag ins Kontor all der Menschen, die sich ernsthaft für jüdisches Leben in Deutschland engagieren. Man muss sich schon fragen, was eigentlich in diesem Jahr passiert ist, was die Bundesregierung konkret für den Schutz jüdischen Lebens getan hat. Und da fällt die Bilanz von Bundesminister Seehofer sehr mager aus. Es gibt jetzt einen ersten Schritt, eine Vereinbarung zwischen Bundesinnenministerium und dem Zentralrat der Juden, die baulichen Gegebenheiten von Synagogen besser auszustatten. Das ist ein richtiger Schritt. Aber klar muss sein, dass die 22 Millionen Euro schnell fließen. Und die Länder dürfen auch nicht aus ihrer Verantwortung entlassen werden. Gerade das Land Hamburg hat sich in diesem Jahr jetzt nicht wirklich dadurch gezeigt, dass hier gehandelt worden ist. Gespräche sind gut, aber Handeln ist besser. Und das muss jetzt auch im Zentrum des politischen Handelns von Bund und Ländern sein. Darüber hinaus muss endlich Klarheit geschaffen werden, was denn das Ausmaß des Antisemitismus in Deutschland angeht. Nicht jeder Antisemitismus ist automatisch sofort strafbar und deshalb halte ich es für dringend notwendig, dass wir ein bundesweites Netzwerk von Beratungs- und Meldestellen antisemitischer Vorfälle etablieren und so die Opfer von Antisemitismus besser schützen. Und darüber hinaus müssen Staatsanwaltschaften, müssen Gerichte, müssen Polizeien besser ausgestattet werden, sodass Antisemitismus als das benannt wird, was er ist, nämlich eine menschenverachtende Straftat. Ich hätte eine. Haben Sie den Eindruck, dass aus Halle nicht genug gelernt wurde? Weil Sie sagen, das dauert immer noch viel zu lange. Also Halle ist ein Weckruf und man darf durchaus die Frage stellen, ob seit diesem Jahr ausreichend viel getan worden ist. Man hat Gespräche geführt. Aber Jüdinnen und Juden erwarten zu Recht, dass wir als Nichtjuden sie schützen, dass sie ihre Religion frei ausüben können. Und die Bilanz von Herrn Seehofer fällt da sehr mager aus.